Hallo, ich bin heute zu Besuch im Dachdeckerbetrieb Niklas van Hagen Bedachungen in Münster. Wir testen hier heute die neue Akkustichsäge von Flex. Der Dachdeckerbetrieb hatte die Akkustichsäge jetzt 2 Monate lang im Test und wir wollen gleich mal schauen, welche Erfahrungen die Dachdecker gemacht haben. Außerdem zeigen wir die wichtigsten Funktionen der Akkustichsäge und welche Plattenmaterialien sich damit sägen lassen. Die Akkustichsäge wird mit 18 Volt Akkus betrieben, die es mit 5 und 2,5 Amperestunden gibt. Ein LED-Licht an der Säge sorgt für einen gut ausgeleuchteten Sägebereich. Das Sägeblatt lässt sich ohne Werkzeug wechseln. Man steckt es einfach bis zum Anschlag in den Wechselbügel, bis es einrastet. Sowohl an der linken als auch auf der rechten Seite der Säge befindet sich ein Ein- und Ausschalter. Das ist praktisch für Links- und Rechtshänder. Die Schnittgeschwindigkeit der Säge lässt sich stufenlos einstellen. Der Pendelhub der Säge lässt sich in 4 Stufen einstellen. Der Pendelhub kann mit dem Regler an der Vorderseite eingestellt werden. Die Anlaufautomatik der Säge soll ein langsames Ansägen von Werkstücken ermöglichen und für ein sauberes Schnittbild sorgen. Die Säge lässt sich für Gärungsschnitte auf einen Gärungswinkel von bis zu 45 Grad einstellen. Dazu kann man einfach einen Inbusschlüssel benutzen, der sich im Sägefuß befindet. Dachdeckermeister Niklas van Hagen aus Münster hat die Akkustichsäge von Flex 2 Monate lang getestet. Er berichtet uns über seine Erfahrungen und sagt uns, wofür er die Akkustichsäge benutzt hat. Uns hat er gut gefallen an der Stichsäge selber, dass man die von beiden Seiten halt anstellen kann, was dazu führt, dass man als Links- wie Rechtshänder die ganz normal benutzen kann. Genauso die Absauganlage, die man hier hat, die kann man auf der linken und rechten Seite montieren, sodass man die wirklich super für Links- und Rechtshänder benutzen kann. Das war auf jeden Fall somit das Positive, was für uns so war. Und diese ausgeglichene Gewichtsbalance von Akku zum Motor, das passte super. Also wir haben die gerade auf dem Stalldach benutzt, zum Ablenken von Dachlatten oder halt bei der Verschalung von Kaminen. Da ist natürlich auch praktisch, dass man da keine kabelgebundenen Maschinen dafür braucht. Da ist natürlich viel einfacher, dass man mit so einer Akkustichsäge arbeiten kann. Also hat uns soweit überzeugt, dass wir es auch gekauft haben.